So, aber wir haben jetzt ein paar sehr, sehr kompetente Menschen hier auf der Bühne. Richtig? Und wir fangen an. Wir fangen an. Ich glaube, das Rat- und Tatzentrum hat sich schon auf den Weg gemacht. Wer steht jetzt hier? Der Ecki. Ich schaue nach. Ich schaue nach. Ich hole die Menschen. Genau. Und wir begrüßen auf der Bühne Menschen vom Zentrum für sexuelle Gesundheit. Die sind hoffentlich auch da. Die sind auch nicht da. Das sind ist auch ja nicht schön. Da? Na, wir gehen das mal kurz durch. Wie in so einer Präsentation. Ja. Alles klar. Zentrum und die Schwestern kommen. Und das Edit-Team kommt. Okay. Ich würde mal sagen, kommt einfach alle, wie ihr könnt, auf die Bühne. Das sind nämlich jetzt auf alle Fälle drei Organisationen, die ganzjährig für uns und für unsere und für eure Rechte arbeiten und nicht nur an diesem heutigen Tage. Da wären zum Beispiel, hier kommt schon etwas sehr Buntes auf die Bühne, das wären die Schwestern der perpetuellen Indulgenz. Komm zu mir, Schätzelein, wir haben uns noch gar nicht begrüßt. Wie schlimm. So, hallo. So, wir haben noch eine weitere Schwester. Kommen die Menschen vom Rat und Tat auch nach und nach dazu, das finde ich toll. Und ihr bleibt gleich auch mit euren Luftballons einfach hier stehen, richtig? Sehr schön, wunderbar. Kommt mal hierher, füllt die Bühne, füllt die Bühne. Oh, Rosa, 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 hast du wieder deinen ganzen Fanbus hier angekarrt? Dann ich ja mal wieder. Oder mit den vielen Livestreams kann man ja auch nicht anders, ne? Ja. Das sind treue Helfer des CSC Rostock e.V.s und jahrelang Bekannte, die immer gerne helfen. Dankeschön an euch, danke. Ich kenne den. Ich kenne den. Ja, du auch. Alles klar. Und da seht ihr mal, oh, ich bekomme auch einen Luftballon. Dankeschön. Da seht ihr mal, wie viele Menschen es bedarf, dass wir nicht nur diesen Tag hier feiern können, sondern dass wir auch wohlbehütet durch dieses Leben gehen können. Und hier, darf ich das mal ganz kurz vielen zeigen? Vielen Dank. Timo, komm mal her. Ich ziehe. Komm mal her mit deinen Füßen. Danke schön. Komm mal nach vorne. Hier. Ich hätte ihn noch beschriften können. Hier. Aber wir sind heute Schuhzwillinge. Ist das nicht schön? Also fast. Ne, wir haben die gleichen Chucks an. Ihr seid herrlich. Jetzt so Frauen heute. Ja. Frauenthemen, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich würde einmal ganz kurz hier an dieser Stelle anfangen mit einem kleinen Interview. Und zwar mit euch, wollen wir mal kurz nach vorne treten, mit zwei tollen Menschen von der IWIT-Kampagne. Man kann in nicht schwul, lesbisch, trans, bi, intersexuellen Sternchen-Kontexten manchmal Menschen finden, die tatsächlich nicht wissen, was IWIT heißt. Das ist ja fast bestürzend. Natürlich wissen wir das alle und es wissen auch sehr, sehr viele Menschen hier auf dem Platz, aber eben nicht alle. Was bedeutet IWIT? Also IWIT bedeutet, ich weiß, was ich tue. Das ist die Präventionskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe. Das ist eine ehrenamtliche Kampagne. Also wir sind auf den ganzen CSDs in Deutschland ehrenamtlich unterwegs, um vor Ort Gruppen zu unterstützen und Präventionsmaterialien zu verteilen und euch einfach zu informieren. Und ihr habt ja in diesem, ihr seid eine Kampagne, aber ihr habt in diesem Jahr innerhalb der Kampagne natürlich auch wieder eine weitere Kampagne, mit der ihr zu etwas ganz Bestimmtem aufrufen wollt. Ja, in diesem Jahr gibt es seit März zum Beispiel eine neu veröffentlichte Kampagne Schwul und Trans, Teil der Szene. Das ist eine der Kampagnen dieses Jahr und die andere ist auch wieder eine Test-Awareness-Kampagne, die jetzt auch gerade aktuell wieder veröffentlicht worden ist. Und ihr seid das wievielte Mal auf einem CSD in diesem Jahr bereits? Dieses Jahr ist es mein erster CSD. Dein erster? Ja, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist nicht völlig geschockt wegen der vielen Menschen, die hier sind. Aber es ist doch auch mal schön, wenn Menschen einem bei der Arbeit zuschauen, oder? Das auf jeden Fall, ja. Geschockt bin ich nicht, nee. Genau. So, es hat sich viel, viel, viel in der HIV- und in der AIDS-Beratung und in der Forschung getan in den letzten Jahren. Sehr, sehr viel und dafür sind wir natürlich unglaublich dankbar. Aber das Thema AIDS und HIV ist natürlich trotzdem aus der Gesellschaft nicht wegzureden. Das wäre sehr, sehr schlimm. Aber dadurch, dass es so gut geworden ist mit all den Behandlungsmöglichkeiten, ist es ja auch so, dass es ein bisschen aus dem Bewusstsein der Menschen wieder hinausflieht quasi. Was könnt ihr und was können wir dagegen tun?
Genau, wir haben ja jetzt unsere Subkampagne für dieses Jahr, macht doch jeder. Da geht es einfach darum, früher konnten wir einfach sagen, benutze ein Kondom, dann schützt du dich, dann bist du sicher. Das ist es einfach jetzt nicht mehr, sondern neben dem Kondom gibt es auch Möglichkeiten wie Schutz durch Therapie. Das ist einfach, wenn jemand HIV-positiv ist und einfach unter Therapie ist und die Viruslast so gering ist und die Helferzellen so hoch sind, dann ist er nicht mehr ansteckbar. Das nimmt ja auch vielen wirklich eine Last, wenn es heißt, zwei Menschen lieben sich, wo einer positiv und einer negativ ist. Und die können sich eben auch anders schützen, als nur ein Kondom zu benutzen. Und da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, über die wir gerne aufklären. Und das heißt, die Palette ist viel breiter und vielfältiger geworden, wie eben auch das Leben ist. Und es ist daher einfach nur wichtig, so wie jeder auch gerne einmal im Jahr zur Zahnprophylaxe geht, einmal zum Zahnarzt sich einfach untersuchen lässt, ob die Zähne in Ordnung sind, ist es einfach auch wichtig für euch zu sagen, okay, ich habe ein Sexualleben, es kann immer mal was passieren, trotz Kondom, trotz keine Ahnung was. Lasst euch regelmäßig testen, es tut nicht weh und ist gut für euch. Das ist natürlich jetzt kein Freifahrtschein oder Aufruf, um wild durch die Gegend zu vögeln. Das muss ich jetzt mal an der Stelle auch sagen. Ne? Dieses PrEP-Verfahren quasi oder diese Behandlung, die ist ja an sehr, sehr viele Bedingungen geknüpft und an eine große Verlässlichkeit. Man muss das schon sehr, sehr verlässlich tun und nicht einfach denken, oh, ich mache das ja und deswegen kann ich, wie ich will. Das ist ja auch tatsächlich so, ja, es schützt davor, dass ich meinen Virus an andere Menschen weitergebe, obwohl ich das nicht will, aber vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten schützt es natürlich nicht. Und deswegen sagen wir auch an der Stelle trotzdem immer noch, immer mit Kondom an der Stelle. Richtig? Richtig. Wunderbar. Ich würde mal sagen, ich gebe jetzt weiter an die nächste. Nee, an mich gibst du weiter. Ich gebe an dich weiter. An mich gibst du weiter. Aber es geht hier rum. Es geht hier rum, wir machen es einfach so rum, dass du am Ende dran bist. Und ich gehe zu Rat und Tat. Und sage, du sprichst für euch. So, das ist eine wirklich fantastische Veranstaltung, Rat und Tat. Denn wenn du dir überhaupt niemals sicher warst, wer du innerlich bist oder wo du hin sollst, dann bist du hier in der richtigen Adresse auf jeden Fall. Mit Rat und Tat stehen wir zur Seite. Unsere Vera, unsere Beraterin im Verein, gerade für das Jugendprojekt, ist immer da, wenn Fragen sind, egal Coming Out oder Familienprobleme, Beziehungsprobleme oder Probleme mit den Eltern. Herzlich willkommen. Gefördert durch die Hansestadt Rostock, Jugendamt, ganz doll wichtig. Wir haben ein zweites Projekt, das ist gerade dazu gemacht, um die Senioren aus der Isolation herauszuholen, gefördert vom Sozialministerium. Recht herzlichen Dank dafür. Aber ganz vielen herzlichen Dank für unsere ca. 140 Mitglieder. Dafür sei lieb Danke gesagt, sonst wäre uns das heute auch nicht so möglich. So, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich zu euch komme und ich sage, so, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich bin, Mädchen oder Junge oder was auch immer. Was erwartet mich denn als allererstes? Weil ich glaube, die größte Hürde ist, überhaupt die Schwelle zu übertreten und zu euch zu kommen, vielleicht unabhängig der Eltern. Als erstes natürlich die Anonymität in unseren Räumen, also ein geschützter Raum. Als zweites Tasse Kaffee, Tasse Tee oder was auch immer. Das mag ich sehr gerne. Und als drittes natürlich eine kompetente Beratung. Kannst du sagen, in Zahlen ungefähr, wie vielen Menschen ihr schon helfen konntet, zumindest in ihr richtig empfundenes Leben zu finden? Also der Rat und Tat existiert ja seit 1990, ist der sechste registrierte Verein der Hansestadt Rostock, also Vereinsregisternummer 6, so wie es sich gehört, danke unseren Altvorderen, zum Beispiel Detlef und den Gründervätern des Vereins. Als zweites muss man natürlich ganz deutlich sagen, in unserem Verein bist du nicht mehr alleine. Herzlich willkommen im Club, sag ich so, fühl dich einfach zu Hause, bleib relaxed. Du brauchst keine Sorgen und keine Ängste zu haben. Muss ich mich fürchten, wenn ich als Elternteil sage, das finde ich aber überhaupt gar nicht gut und da nicht konform gehen kann? Wir haben ja eine Jugendgruppe und diese Jugendgruppe in der Vergangenheit hat auch schon Elternnachmittage in unserem Garten gemacht. Das ist ein ganz tolles Erlebnis für die Eltern, auch zu sehen, dass es ganz viele andere Eltern gibt, die genau dasselbe Problem haben. Und diesen Eltern möchte ich von dieser Stelle sagen, habt euer Kind genauso lieb wie früher auch, nur es ist halt ein bisschen anders, ein bisschen besonders und eigentlich auch schön.
Ich danke dir sehr. Ich glaube, du hast uns sehr viel Mut gemacht. Und ich sage an dieser Stelle Rat und Tat, empathisch, hilfreich, gut. Ne, das kann ich genauso zusammenfassen. Danke für eure Arbeit. Gerne. Sie helfen bei Beziehungsproblemen. Ich habe da eine. Ich habe keine Beziehung. Das ist, da müssen wir mal noch mal reden miteinander. Ich bin hier bei den Schwestern der Perpetuum und wir haben sie ja schon kennengelernt. Schwester Rosa, erzähl was den Leuten. Wir treten in deine Fußstapfen hier auf den CSD Rostock. Ja, zuerst einmal möchte ich euch nochmal herzlich begrüßen. Hallo Rostock! Es ist schön, euch so bunt, so vielfältig, so schön hier auf diesem Platz zu sehen, dass ihr so voller Kraft noch hier dabei seid. Ich finde es geil, dass es ein Applaus für euch selbst wert. Die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, das ist eine lange Geschichte, über 30 Jahre. Und die ist in den Staaten entstanden. Wer da sich informieren möchte, kann gerne auf www.indulgenz.de mal nachschauen. Und uns gibt es gleich unten bei euch zum Anfassen. Und ihr könnt uns gerne befragen, was sind Schwestern überhaupt? Wieso sehen die so aus, wie sie aussehen? Und dann sind wir bei euch und können das gerne in einem Gespräch gerne euch dann mal erklären. Dann haben wir jetzt hier nicht so viel auf der Bühne zu erklären. Ich wünsche euch noch einen ganz zauberhaften CSD. Ihr seid spitze, wir sind spitze. Auf einen großartigen Tag in Rostock! Vielen Dank, Schwester Rosa. Moment, wir haben aber noch Gäste. Zentrum für sexuelle Gesundheit. So. Und, nee, die machen sind, wir nicht. Die sind tatsächlich unten. Man kann zu denen hingehen. Genau. Okay, weil ich wurde gerade darauf hingewiesen. Ich entschuldige mich, aber ihr könnt gerne an den Infostand gehen. Und das ist vielleicht sogar für manche Menschen, die gar nicht denken, dass es sie betrifft, sehr interessant. Und natürlich ihr beiden hier von der IWIT-Kampagne, ihr werdet auch gleich noch runtergehen zu den Menschen und man darf euch ansprechen, ihr seid auch mit Rat und Tat natürlich dabei. Mit Tat weiß ich jetzt, aber ihr gebt Dinge raus wahrscheinlich, ne? Infomaterialien und Kondome auch. Also wenn die bei den Schwestern alle sind, dann immer gerne auch nochmal bei IWIT fragen. Die haben auch noch was dabei. Aber wir stehen ja hier so schon so schön mit den Luftballons. Und es sieht momentan noch ein bisschen so aus wie Kindergeburtstag. Doch letztendlich geht es an dieser Stelle, und da bitte ich euch einfach, zu mir nach vorne zu kommen, um etwas ganz, ganz anderes. Wir in der schwul-lesbischen Trans-Inter-Sternchen-Community, wir sind sehr, sehr stark, wie wir das ja auch an den Organisationen, die hier oben stehen, gesehen haben, verbunden mit der AIDS-Hilfe, mit den Schwestern, die sich um AIDS-Aufklärung und Prävention kümmern, genauso wie die IWIT-Kampagne. Sehr stark damit verbunden. Das hat viele, viele Gründe. Letztendlich ist das, was diese Organisationen tun, ist Menschenrechtsarbeit. Und ich bitte das sehr, sehr zu würdigen. Wie ich schon sagte, wir sind sehr, sehr stark mit diesen Menschen verbunden, die an HIV bzw. AIDS leiden. Und es gibt leider seit mittlerweile ein paar Jahrzehnten Menschen, die wir auf diesem Weg verloren haben, weil sie es nicht mehr mitbekommen haben, dass diese Forschung so viele gute Ergebnisse erzielt hat, dass es mittlerweile eine Prävention gibt, die über ein Kondom hinausgeht, um sich davor zu schützen. Und ich möchte euch dazu aufrufen, an dieser Stelle eine Minute zu schweigen und einen Moment innezuhalten, dass wir all dieser Menschen, die wir auf diesem Weg verloren haben, zu gedenken. Ja.
Er hebt die Luftballons. Thomas? Herzlichen Dank!